Stellst du dir auch zurzeit immer wieder die Frage, warum entscheidet sich meine Dualseele nicht für unser gemeinsames Sein und Leben und Beziehung? Warum stehe ich hinten an? Gibt es Dualseelen überhaupt? Kommen sie überhaupt als Paar zusammen oder ist es eine reine Illusion? Was ist die Aufgabe hinter dieser Begegnung? Fühlst du dich unten? Findest du dich schlecht? Irrst du im Kreislauf herum seit Jahren schon in einem Dilemma aus Schmerz und Hoffnung und wieder Visionen dir machen, wieder Hoffnungen haben, wieder den Schmerz erleiden, diese Desillusionierung sozusagen, dass du immer einem Gedanken, einem Wunsch hinterherrennst, im Grunde diese Menschen hinterherrennst und er oder sie sich gar nicht für dich entscheidet, es zwar immer wieder verspricht, aber es wird nichts. Kennst du das? Macht es dich verrückt? Bist du auch langsam aber sehr so ausgebrannt, dass du gar nicht mehr kannst? Es muss sich was ändern in deinem Leben. In diesem Video erzähle ich von meinen Erfahrungen, wie ich es interpretiere, was ich erkannt habe im gemeinsamen Tun mit meiner Dualseele. Seit dem Jahr 2012 sind wir gemeinsam auf diesem Weg unterwegs und haben viel gelernt beide. Und natürlich fließen auch meine vielfältigen und vielschichtigen Erfahrungen mit ein, die ich jeden Tag in meiner Beratertätigkeit mache, indem ich Menschen begleite, die genau in diesem miesen Entwicklungsweg, wie ich es oft höre, furchtbar, schrecklich, festzustecken scheinen, der im Grunde so viel Potenzial für dich als Geschenk bereithält, wenn du es weißt, auszupacken und zu nutzen. Also bleib dran, in diesem Video geht es genau um diese Themen. Bis gleich, deine Helga. Herzlich willkommen zum heutigen kurzen Video. Heute geht es darum, warum so viele Seelenpartnerpaare, also Dual-Seelenpaare, nicht in eine gelebte Beziehung kommen und einer von beiden sich dann für eine neue Partnerschaft und Liebe entscheidet. Und in diesem Video will ich auch ganz klar ein Statement dafür setzen, dass es gut ist, dass das getan wird. Denn Dualseelen sind nicht unbedingt dafür bestimmt, in eine geliebte Beziehung kommen zu müssen. Es ist eine Möglichkeit, eine Option. Die Hauptaufgabe bei Dualseelen ist tatsächlich das Weiterkommen und das Ankommen bei dir selbst. Alles andere ist Zugabe. Allerdings, dass ich damit jetzt eine gewisse Negativenergie vermittle, möglicherweise, weil du ganz klar den Fokus hast, mit diesem Mann, mit dieser Frau will ich auf alle Fälle eine gelebte Beziehung leben. So, und das machst du jetzt möglicherweise schon 3, 4, 5, 6, 7, 10 Jahre, dass du auf diesem Weg immer fokussierst, das muss es sein, so soll's werden. Das ist oft sehr kontraproduktiv, denn dadurch bist du fokussiert nach außen auf etwas, was du willst und vergisst möglicherweise zu erkennen, was mit dir selbst die Aufgabe wäre, um was es bei dir geht. Nämlich hinzuschauen, was dieser Mensch, dieser Mann, diese Frau mit dir macht, dass du in einem so vehementen, das muss es sein, festzustecken scheinst und gar nicht mehr die Offenheit für anderes hast. Also ich höre dich jetzt schon sagen, ja, es wird keiner mehr kommen, der so ist wie er. Ja, das mag mit Sicherheit stimmen. Jeder Mensch ist ja einmalig und einzigartig. Und natürlich wird nie wieder so ein Mensch in dein Leben kommen, wie er oder sie es ist. Da gebe ich dir vollkommen recht. Allerdings, die Frage ist die, er mag noch so einzigartig sein, dieser Mann. Allerdings, die Frage, die ich dir jetzt heute ganz klar stelle, macht es dich glücklich, immer einer Vision, einem Wunsch hinterher zu hechten und dich selbst zurückzunehmen und zu warten auf jemanden, der möglicherweise in dem Leben niemals dein Partner werden wird, weil es gar nicht so vorgesehen war, von Anfang an nicht. Macht es Sinn, das zu tun? Diese Frage stelle ich dir jetzt, heute, hier. Ja oder nein?
Welche Arten von Seelenpartnerschaften gibt es denn? Wenn du dich mit diesem Seelenpartner, du als Seelenthema befasst hast, weißt du, es gibt Zwillingsseelen, Dualseelen, karmische Seelenpartner, so wird es zumindest mal genannt. Einfach aufgrund von dessen, weil der Verstand wieder mal einen Begriff benötigt, damit er etwas verstehen kann und einkategorisieren kann. Im Grunde ist jeder Seelenpartner für dich ein Lernpartner, wie jeder Beziehungspartner ein Lernpartner für dich ist. Ganz klar, da gibt es kein Vertun, so ist es einfach. Wir lernen über Beziehungen uns selbst besser kennen und das ist auch gut so. Und aus dem Grund haben wir die Chance, mit jeder neuen Partnerschaft mehr über uns selbst zu erfahren und voranzukommen auf diesem Lernpfad. Welche Formen unterscheide ich persönlich jetzt und wie ist es für mich eingeordnet, in welcher Art von Beziehung sind die Paare zueinander? Dualseele, das, was so gehypt wird zurzeit, ja, ist es meine Dualseele? Ja, ich brauche meine Dualseele, ich will sie haben. Wann treffe ich sie? Die Dualseele ist für mein Erkennen eine Arbeitsaufgabe, eine Arbeitsbeziehung in erster Linie. Sie ist nicht darauf ausgelegt, in eine Beziehung zu kommen, und vor allem nicht schnell. Denn wenn du schnell in die Beziehung kämest, würdest du die Arbeit dahinter, diese Seelenentwicklungsarbeit, wie ich es nenne, Transformation aus dir selbst heraus, bei dir ankommen, im Jetzt ankommen, aus den negativen Programmen aussteigen, würdest du gar nicht tun. Denn es wäre kein Anlass dafür, es zu tun. Also würdest du es eben nicht tun. Und aus dem Grund sind Dualseelen Lernaufgaben, werden aber missinterpretiert, indem es dann oft heißt, ja, das ist die Königsklasse der Beziehungen. Gebe ich recht, denn in Bezug auf Arbeit mit dir selbst ist die Dualseele der beste aller Partner, den du bekommen kannst, weil es geht einfach nicht in eine Beziehung. Er oder sie wehrt sich, sagt, nee, will ich nicht, kann ich nicht, geht nicht. Und dann wirst du jedes Mal mit dir selbst konfrontiert, und zwar in heftigster Art und Weise. Und dadurch lernst du dich kennen, wenn du bereit bist. Wenn du allerdings nicht bereit bist, dann ist es ein richtiger, harter, ewig langer und ewig währender, schmerzhafter Weg, aus dem es scheinbar kein Entrinnen gibt. Wie gesagt, scheinbar. Es gibt natürlich einen Weg. Und ich kann ihn dir auch zeigen, wo der ist. Allerdings, du musst dafür bereit sein. Sonst geht's nicht. Dann gibt es die Zwillingsseelen. Ein Beispiel habe ich selbst erlebt. Meine Mutter nach der Scheidung mit einem karmischen Partner, nennen wir es mal so, sehr heftige Reibereien und sehr viel destruktive Beziehungsebenen gelebt, trifft einen Mann, nämlich meinen Stiefpapa heute, Wolfgang, und gesehen, verliebt, zusammengekommen. Im Jahr 76 ist er gekommen an Weihnachten und danach kam er wieder. Und danach blieb er bis heute im Jahr August 2022. Ihr könnt ausrechnen, wie lang das jetzt ist. Und sie sind immer noch total glücklich, erfüllt. Und das nenne ich Zwillingsseelen. Sie sind sehr gleich, haben die gleichen Ideen, sind sehr auf einer gleichen Wellenlänge. Und darum passt das richtig gut. Und darum kommen sie auch so schnell zusammen. Da gibt's keine Lernaufgaben. Nee, in dem Fall gibt's nur sehen, verlieben, ankommen, heiraten. Bis ans Ende des Lebens glücklich sein. Wunderbar. Mit diesem Bild vor Augen bin ich dann im Jahr 2012 meiner Dualseele zugeführt worden. Ich hatte das Bild vor Augen. Aha, sehen, haben wir uns, total. Es war total, es war sogar Liebe. Es war nicht nur verliebt, es war viel tiefer. Und dann war mir klar, das wird mein nächster Lebenspartner. Weil ich habe es mit meiner Mutter und Wolfgang ja so erlebt und so gesehen. Und für mich war klar, das passiert bei uns auch. Und da bin ich lange, lange Zeit auf der völlig falschen Welle gesurft. Total. Ich bin in die völlig falsche Richtung abgedriftet. Ziemlich lange. Bis mir klar wurde, es ist keine Zwillingsseele. Es ist eine Dualseele. So richtig bewusst wurde es mir erst im Jahr 2015. Ich habe den Begriff zwar gehört und dachte, ja gut, Dualseele ist ein anderer Begriff für Zwillingsseele. So habe ich es einfach interpretiert. Ist einfach ein neuer Begriff für die Zwillingsseele. Und oft wird sie auch so genannt, Twin Flame, Seelenzwilling. Und damit wird die Dualseele gemeint. Und da finde ich, beginnt schon diese Schwierigkeit, weil das macht die Sache ziemlich undurchsichtig und
auch verwirrend und damit läuft Mann oder Frau gerne in die falsche Richtung. Und zwar lange Zeit. Und das ist meine Aufgabe, wie ich sehe, dass ich da mal Klarheit reinbringe heute. Ich meine, dieses Wissen vermitteln mache ich ja schon sehr lange auf diesem Kanal. Und ich sage schon lange, es geht darum, dass du bei dir hinschaust und bei dir den richtigen Blick bekommst, was er oder sie, die oft vermeintliche Dualseele dir spiegelt. Weil oft ist es gar nicht mal eine Dualseele. Das kommt noch dazu. Und dieser Begriff Dualseele wird sehr inflationär benutzt für alle Seelenbeziehungen oder alle Beziehungsebenenformen, die möglicherweise gar keine Chance auf Beziehung haben, weil sie eben eine Lernbeziehung sind. Ich will damit nicht sagen, dass Dualseele niemals zusammenkommen. Nee, überhaupt nicht. Ich sage nur, der Fokus darf nicht auf das Zusammenkommen sein. Vor allem nicht, wenn du ankommen willst in einer Beziehung mit diesen Menschen. Das ist die Aufgabe. Der Fokus muss bei dir bleiben und sein. Und da sehe ich die größte Herausforderung auf diesem Seelenpartnerweg. Das will der Denker, der Verstand, überhaupt nicht so haben. Er, der Verstand, will ankommen beim anderen. Koste es, was es wolle. Und dann wird festgehalten, so wie ich es auch gemacht habe, festgehalten. Und irgendwann, an einem gewissen Punkt in deiner Entwicklung, wirst du feststellen, dass es gar keinen Sinn macht, in die Richtung da zu visualisieren, ständig, um dann nur zu erkennen, dass der andere seine Versprechungen macht, aber sie niemals einhält, weil er sie gar nicht einhalten kann, zu dem Zeitpunkt, als er sie macht. Und diese schmerzhafte Erkenntnis ist dann der Beginn einer sehr heilsamen Reise in dich selbst hinein. Ankommen bei dir selbst in deiner positiven, wundervollen Schöpferkraft. Das ist das Aufgabengebiet, das dir die Dualseele auf alle Fälle hundertprozentig immer wieder spiegeln muss. Anders kannst du und kann er oder sie den Weg nicht gehen. Nur über diese Spiegelung, über den Schmerz, wirst du gewissermaßen wach geküsst. Besser geschüttelt. Und wenn du dann mal an diesem Punkt in deiner Begegnung, in deinem Lernpfad angekommen bist, ist es ein sehr schmerzhafter Weg und Erkennen, dass du vielleicht jahrelang, keine Ahnung wie lange, 5 Jahre, 4 Jahre, 3 Jahre, 10 Jahre, keine Ahnung, in die falsche Richtung unterwegs warst. Nicht in die komplett falsche, aber doch in eine Art Sackgasse gelandet bist, aus der du sozusagen nur rauskommst, indem du dich umdrehst, weil vorne geht's nicht weiter. Und das ist der heilsame Punkt, an dem sich alles drehen kann, wenn du an dem Sackgassenpunkt ankommst. Und vorher scheinst du immer noch weiter zu wollen, in die falsche Richtung, habe ich auch gemacht, und zu erwarten, dass das jetzt so ist, wie dein Denker es will, wie du es gehört hast, gesehen hast und wie du es gelesen hast. Bücher, Papier ist geduldig, kann ich da nur sagen. Also nicht alles glauben, was in Büchern steht. Ich werde auch nochmal in Kürze jetzt ein Video zum Thema Loslasser und Gefühlsklärer machen, warum das im Grunde ein großer Humbug ist und warum es nichts nützt, in diesen Kategorien zu denken. Aber das ist ein anderes Videothema. In dem heutigen geht es darum, Dualseelen haben eine Aufgabe und sie sind nicht dafür unbedingt gemacht, zusammen zu leben. Als Paar. Wenn du also mal diese bittere Pille wirklich geschluckt hast, und die musst du sozusagen schlucken, und die wird dir nicht schmecken, hat mir auch nicht geschmeckt, erst dann beginnt der eigentliche Weg, um den es da geht, die innere Transformation bei dir. Und damit stehen alle Wege offen, auch für ein gemeinsames Zusammenkommen mit diesem Menschen. Davor steht gar nichts offen. Sind alle Türen geschlossen. Und du findest nicht den Schlüssel, dieses Schloss zu öffnen, weil es so nicht geht. Und diese Erkenntnis, ja, die muss sozusagen in dir schon mal ankommen, sacken und auch angenommen werden und damit in Frieden gegangen werden und erst dann bist du bereit, deinen Weg zu gehen? Und um das geht's. Es geht ganz einfach bei dieser Begegnung um deinen Weg hin zu dir selbst, raus aus allen Erwartungen, Gedankenmustern, Konzepten, alten Programmierungen, hin
zu dir, in dein wahres Wesen hinein, im Grunde zurück zum Anfang, als du auf diese Welt kamst und ein unbeschriebenes Verstandesbüchlein warst. Als Seele warst du klar beschrieben, aber nicht als Mensch mit einem Verstand, einem Computer namens Gehirn. Und dieses Gehirn wurde programmiert. Ja, und nun an diesem Punkt, diesem Erkenntnispunkt, der natürlich sehr schmerzhaft ist, hast du mehrere Möglichkeiten. Die eine ist, total loszulassen, Dualseele sein zu lassen, dich voll auf dich zu konzentrieren und auf einen anderen Beziehungspartner möglicherweise auch. Wenn du allerdings diesen Punkt nicht erreichst, den anderen, die Dualseele, vollkommen loszulassen, es also anzunehmen, wie es ist, dass es ihr schon mal nichts wird und möglicherweise überhaupt niemals was wird und du einfach damit abschließt und sagst, gut, ich habe super viel gelernt, es war eine super schöne Zeit, aber nun ist ein Punkt erreicht, an dem ich weitergehe. Wenn du diesen Punkt tatsächlich erreicht hast, ist alles möglich. Doch dieser Punkt in deinem Leben ist ziemlich schwer erreichbar. Vor allem, wenn du sehr stark dieses innere, bedürftige Kind, auch Opfer, nenne ich es oft, lebst. Weil dann hast du nicht die Power und auch nicht die Kraft und auch nicht dieses Statement, zu dir zu stehen. Dann suchst du im Außen dein Glück und dann wirst du es ja nicht finden. Hat bisher auch nie funktioniert. Also gib auf, dein Glück im Außen zu suchen. Da ist es doch sowieso nicht. Da war es noch nie und da wird es auch nie sein. Eine ganz einfache Aussage noch, die mir auch sehr geholfen hat auf diesem Weg. Alles kommt exakt so, wie es für dich richtig ist, stimmig ist, damit du diese Aufgabe, die du dir als Seele für dieses Leben vorgenommen hast, auch erreichen wirst. Mag es ein bisschen länger dauern, bis die Erkenntnis in dir Platz nehmen kann, dass es mit diesen Menschen erst einmal in nichts führt, also in nichts reinführt, was du gerne hättest, nämlich Beziehung, gelebte Beziehung, Partnerschaft, weil er oder sie verheiratet ist, Verpflichtungen hat oder aus welchen Gründen auch immer, einfach nicht kann und auch nicht wird. Wenn du in diesem Leben dir diese harte Lernaufgabe ausgesucht hast, bist du garantiert eine alte oder sehr alte Seele, denn junge Seelen würden sich so eine Hammeraufgabe gar nicht aussuchen. Also erstmal die Erkenntnis, herzlichen Glückwunsch, du bist eine reife, alte oder sehr alte Seele und hast dich diese Aufgabe in diesem Leben vorgenommen und nun steckst du halt da drin. So, und nun erkenne auch bitte aus der Weisheit raus, aus der inneren Weisheit, die du ja als Seele schon besitzt, lass los. Geh weiter, nimm's an, wie es ist. Und wenn du momentan sehr verzweifelt bist, nicht weißt, um was es bei dir geht, ist es eine Dualseele, ist es ein anderer Seelenpartner, was sollst du tun? Wie soll es jetzt weitergehen für dich? Ich bin für dich da. Ich wurde im Jahr 2014 dazu verpflichtet, habe ich mir nicht ausgesucht, ganz ehrlich gesagt, ich wollte niemals Beratungen online machen, über die Ferne, am Telefon, Menschen beraten. Ich war bis dato die Frau, die die Menschen direkt in die Arme genommen hat, mit Energie, Wellness-Massagen verwöhnt hat. Und nun sollte ich plötzlich sowas machen. Ich war nicht sehr erfreut, okay, aber heute muss ich sagen, es war genau das, was meine Aufgabe war und ist, dich zu unterstützen, und dir die Augen gewissermaßen noch mehr zu öffnen, wenn du bereit bist dafür. Und das kannst du nur dann tun, wenn es Zeit ist. Das heißt, dieses Video würde ich finden, wenn es Zeit ist. Sonst wirst du es dir gar nicht anhören. Es ist viel zu heftig. Weil die Wahrheit zu ertragen ist eines der schwersten Aufgaben, die du dir als Seele vorstellen kannst. Denn Wahrheit befreit zwar, aber Wahrheit oder die Wahrhaftigkeit, die sie im Außen für dich sozusagen als Spiegel zeigt, ist knallhart. Und nicht ohne Grund ist es ein knallharter Weg. Nicht ohne Grund habe ich es Dual-Seelen-Meisterschaft genannt, meinen Kanal. Ich wünsche dir jetzt, du wunderbare Seele, dass du, wenn du das Video dir angeschaut hast, dieses, was ich gesagt habe, erst einmal annimmst. Und sacken lässt. Denn es ist ziemlich
heftige Aussage, ich weiß. Und mir ist auch klar, dass das in dir etwas auslösen kann und wird. Aber genau das haben meine Videos im Grunde immer im Gepäck. Etwas in dir zu bewirken, auszulösen, Erkenntnisse anzustupsen, eigene Prozesse in dir anzustoßen, damit du weiterkommst, damit du für dich weiterkommst. Erst einmal. Weil das ist tatsächlich die einzige Aufgabe, die du momentan hast, für dich persönlich, als Seele, als Mensch weiterzukommen. Alles andere ist noch nicht relevant. Solltest du auch keine große Energie verschwenden. Je mehr du die Energie zu dir zurücknimmst und komprimierst bei dir, umso schneller ist es auch geschafft. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, du wunderbare Seele. Wenn du mich erreichen willst, schick mir eine Nachricht und ich schaue, was wir gemeinsam für dich Gutes tun können. Ich wünsche dir alles Liebe von ganzem Herzen und sage Tschüss bis zu einem weiteren Video. Deine Helga.